Hallo zu Friede, Freude, Smartphone. Heute gibt es mal wieder einen Tipp zu WhatsApp. WhatsApp hat sich was ganz Schlaues einfallen lassen, wie man sich mit Leuten verbindet, von denen man die Telefonnummer noch nicht hat. Das funktioniert über einen QR-Code und ich zeige Ihnen jetzt, wie es geht. Als erstes zeige ich Ihnen, wo Sie in WhatsApp Ihren eigenen QR-Code finden. Dafür tippe ich hier auf WhatsApp und hier in WhatsApp suche ich mein eigenes Profil. Ich bin hier im Bereich Chats, rechts oben auf die drei Punkte und hier finde ich Einstellungen. Und hier ist mein Profil und hier finde ich meinen QR-Code. Und diesen QR-Code kann ich jetzt jemandem zeigen. Der hält seine Kamera drauf. Jetzt wird WhatsApp schon angezeigt. Ich tippe hier auf WhatsApp. Damit wird WhatsApp geöffnet und dieser neue Kontakt wird mir sofort angeboten. Und ich kann den Kontakt sofort zu meinen Kontakten hinzufügen und kann dann auch sofort eine WhatsApp schicken. Wenn Sie nicht wissen, wie das mit dem QR-Code auf Ihrem Smartphone funktioniert, auch dazu habe ich schon mal Videos gemacht und unten in der Beschreibung finden Sie den Link dazu. Das ist eine Möglichkeit und jetzt zeige ich Ihnen noch, wie ich einen Handwerker damit gefunden habe. Hier auf meinem Tablet habe ich mir einen Handwerker rausgesucht und bei dieser Webseite steht hier schon drauf, Anfrage auch per WhatsApp und hier ist ein QR-Code. Das möchte ich jetzt machen. Ich nehme also mein Smartphone. Hier auf diesem Smartphone ist der QR-Code-Scanner oben im Kontrollzentrum. Ich ziehe also einmal von oben nach unten. Jetzt muss ich hier noch ein zweites Mal ziehen. Der Scanner ist hier auf meiner zweiten Seite. Hier finde ich den Scanner. Hier tippe ich einmal drauf. Der Scanner öffnet sich. Jetzt schiebe ich mir den QR-Code so hin, dass ich ihn lesen kann. Und das war's schon. Damit ist der QR-Code gelesen. Jetzt tippe ich hier unten auf zur Webseite. Und damit öffnet sich sofort der Kontakt hier in WhatsApp und ich kann sofort anfangen, hier meine Nachricht zu schreiben. Das hat total gut funktioniert und ich konnte dem Handwerker sofort auch noch Fotos schicken, was zu machen ist. Wenn Sie keins meiner Videos verpassen wollen, dann tippen Sie unten auf Abonnieren. Schauen Sie wieder rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!